Ja, hallo Freunde, es ist wieder Sonntag, das heißt neue Folge von Kühnes Kochkanal. Heute gibt es wieder was aus der Rubrik Innereien. Wir machen heute Lammherzen. Viel Spaß! So, das sind die Zutaten für unseren Steak vom Lammherz. Wir haben 4 Lammherzen. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Butter, Schalotten nach Wahl, wir haben hier um die 10 Stück, denke ich mal, Mehl zum Melieren, dann brauchen wir 4 Teelöffel Honig, 50 ml Balsamico, schwarzen Balsamico, etwas Olivenöl zum Anbraten und Salz und Pfeffer zum Würzen. Unsere Herzen schneide ich nun zur Hälfte durch. So sieht das dann aus. Mit den anderen werde ich genauso verfahren. Und danach können sie meliert werden. Die lassen sich aber am Ende durchschneiden. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen was von den, nennt man das, Fett? Das ist, weiß ich nicht, Arterien, keine Ahnung. Kenne mich da nicht so aus. Davon werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was von wegschneiden. Genau. Ja, unsere Herzen, unsere Halbierten, werden jetzt nach und nach meliert. Ja, und danach gehen sie in die Pfanne, denke ich mal. In einer Pfanne haben wir nun 2 Esslöffel Butter und 2 Esslöffel Olivenöl erhitzt. Und darin gebe ich nun. Da rein gebe ich nun. Ja, könnte noch ein bisschen heißer werden, ne? Warten wir lieber noch ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall kommen da unsere Herzen rein. Und die werden von allen Seiten schön scharf angebraten. Ja, danach. So 2 Minuten von jeder Seite ungefähr. Ja, danach nehmen wir sie raus. Salzen und pfeffern sie. Und halten sie dann erstmal warm. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt kommt. Ja, gleich geht's weiter hier. Ja, unsere Lammherzen haben wir jetzt aus der Pfanne rausgenommen. Die werden jetzt von jeder Seite gesalzen und gepfeffert. So. Warum geht das Salz jetzt nicht? Ja, weil du es neu aufgefüllt hast. So. Gut. Und das Ganze drehen wir um und dann würzen es von der anderen Seite auch. Ja, und dann zum nächsten Schritt sehen wir uns hier wieder. Ja, ihr Lieben, ich habe noch mal neu Butter zerlassen. Ich war mir nicht sicher, ob das nicht verbrennt, wenn wir jetzt die Zwiebeln in das Bratfett von den Herzen gegeben hätten. Hier sind ungefähr 2 Esslöffel auch drin. Nun kommen unsere Schalotten rein. Die schwitzen wir darin schön an und löschen das Ganze mit Balsamico ab. Ich denke, so 2-3 Minuten wird das auf jeden Fall dauern. Ja. Übrigens haben wir unsere Lammherzen in den Ofen gestellt zum Warmhalten. Hat man es vorhin gesagt? Ich glaube nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Okay, wenn wir soweit sind, melden wir uns wieder. Unsere Zwiebeln haben nun schön Farbe angenommen, wie ihr seht. Jetzt lösche ich das Ganze mit dem Balsamico ab. Wir haben übrigens 100 ml genommen. Ich fand die 50 ein bisschen wenig.
Ja, sah ein bisschen mickrig aus, muss ich auch sagen. Naja, das passt schon. Ich denke wohl. Für die Menge Zwiebeln, die wir haben, beziehungsweise Schalotten. Oh ja, stimmt. Ja. So, jetzt würde ich mal. Ich hätte meinen Honiglöffel nicht vorher reinstecken sollen. Also das sind auf jeden Fall schon 2 Teelöffel. Mindestens. Hier sollen es ja sein, ne? Genau, jetzt mache ich nochmal so einen Schubs danach und dann war es das auch schon mit Honig. Wir könnten uns auch mal so ein Honigding da besorgen. So ein komisches Ding, so ein Holzding, wo man den Honig so dran. Weißt du, was ich meine? Ja, was man im Hotel hat, wenn man da an einem Buffet steht. Ja. So ein Teil. Obwohl, naja, so viel Honig essen wir dann doch nicht. So, den rühren wir schön unter dem Honig und lassen den Balsamico einreduzieren. Ja, danach richten wir das Ganze mit den Herzen an. Dazu gibt es heute einen grünen Salat. Wir wünschen schon mal viel Spaß beim Nachmachen. Ja, wir sehen uns dann beim Tellerbett wieder und danach zum Fazit. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Einfach genial. Einige werden das Rezept gar nicht angeklickt haben. Ja, Innereien sind nicht jedermanns Sache, wir mögen sie. Lammherzen hatten wir auch das erste Mal. Hatte sie gestern beim türkischen Metzger meines Vertrauens gefunden. Ja, dann hat man mal so durchgeguckt, was machst du damit? Ne? Ja, als Steak-Variante, wir wollten sie erst auf dem Grill machen. Haben uns dann doch für die Pfanne entschieden. War auch okay so. Also aufgeschnitten, reingebissen, wie ein Rinderfilet. Dazu die Balsamico. Zwiebeln einfach perfekt. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Einfach lecker. Ja, hat es euch gefallen? Lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo würden wir uns sehr freuen. Könnt ihr immer unten rechts machen. Und noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin. Tschüss.